Von diesen Straßenkindern, so sagen wir immer, gibt es vier verschiedene Gruppen. Die einen leben mit ihrer ganzen Familie auf der Straße. Die anderen sind von zu Hause weggelaufen, wissen nicht mehr, wo sie ursprünglich hergekommen sind, sodass Familienzusammenführung nicht mehr stattfinden kann oder nicht mehr möglich ist. Die dritte Gruppe von Straßenkindern sind ausgesetzt worden, aus wirtschaftlichen Gründen zum Beispiel. Und die vierte Gruppe von Straßenkindern, das sind Kinder, die reine Waisenkinder sind, die also tatsächlich niemanden mehr haben und deswegen alleine auf der Straße leben. This is our dining hall. Yes. This is our dining hall. We eat here. Yes. In dinner, lunch and breakfast, we eat here. Don't give tomato. Also ganz wichtig ist für uns, dass wir sie in eine gute Schule schicken. Aber darüber hinaus möchten wir den Kindern auch andere Bereiche wie Kunst, Sport, Musik zur Verfügung stellen. Wir haben also hier Teilzeitkräfte, die Kunst und Sport und Musik unterrichten, weil das in der indischen Schule leider im Stundenplan nicht auftaucht. Wir haben ja natürlich auch Personal, das jeden Tag für den Hausputz zuständig ist, aber einmal die Woche sollen alle Kinder mit anpacken. Einfach für das Gemeinschaftsgefühl ist das besser und auch für das Gefühl, wir sind hier alle eine große Familie. What is your name? We clean our house every Sunday and we also clean outside our house. I like cleaning very much because it is looking nice. Every week they come and fill all the things everywhere. And so it is untidy looking. Yes. So you have to clean every Sunday. We do cooking every week in Friday. Now we'll cook egg roll. Im Moment wollen alle unsere Kinder Fußballstars werden. Falls sie das schaffen sollten, ist das sicherlich ein großer Erfolg für uns auch, weil wir nämlich gleichzeitig unser Projekt als Fußballakademie laufen lassen. Das war so eine Idee, die wir irgendwann mal hatten, dass es eine Möglichkeit wäre, die karitative Arbeit mit einer Sportakademie zu verbinden, als Ausgleich zum Lernen und zur Schule. Bayern München war mal hier im Dezember 2005, nicht mit der ersten Mannschaft, sondern mit der zweiten Mannschaft. Aber das war auch ein Riesenereignis. This is our photos and also this is the dress of Bayern München and he gave us this dress
and it looks very beautiful. And this is the player. This is the taller in second team of FC Bayern Munich. He is from Austria. And this is the helmet. This is funny. And this is the one teddy bear wearing the dress. It looks very nice. And this is the picture of our happy birthday. You know, we have a happy birthday every 19 November. Am 19. November 2000 sind die ersten 10 Kinder hier eingezogen in dieses Haus und haben zum ersten Mal in ihrem Leben ein Zuhause gefunden. Und da die Straßenkinder nicht wissen, wann sie geboren sind, weder der Tag, noch der Monat, noch das Jahr, feiern wir immer den 19. November, an dem Tag, wo die ersten 10 Kinder eingezogen sind, als Geburtstag für alle Kinder. Die Gegend, in der wir hier unser Projekt aufgebaut haben, ist eine mittelklasse Wohngegend und die Menschen hier sind unserem Projekt leider nicht sehr aufgeschlossen. Das hat viel mit der Vergangenheit der Kinder zu tun. Vielleicht liegt es auch in der Idee des Hinduismus, dass jeder für sein nächstes Leben sozusagen selbst schuld ist mit dem, was er in seinem vorherigen Leben gemacht hat. Wir haben hier oft schon Sprüche gehört wie, was wollt ihr diesen Kindern helfen, die sind doch selber schuld. Die haben ja in ihrem vorherigen Leben schlechte Taten getan und deswegen sind sie auf der Straße jetzt gelandet. This is my new dress. Das sagen wahrscheinlich viele, ich kenne andere, die ebenfalls Projekte aufgebaut haben, die zurückblicken und sagen, wenn sie vorher gesehen hätten oder gewusst hätten, worauf sie sich da einlassen, hätten sie es vielleicht nicht gemacht. Oder sogar ganz sicher nicht gemacht, einfach weil die Schwierigkeiten sind wahnsinnig groß. Aber wenn man natürlich so weit gekommen ist, ist man natürlich sehr glücklich, dass man es auch so weit geschafft hat. Und vor allen Dingen, wenn man die Kinder sieht, denen man zum ersten Mal in ihrem Leben ein Zuhause und eine Zukunft gegeben hat, dann muss ich sagen, das ist einfach ein großartiges Gefühl. Dafür war es wirklich wert, es anzupacken. Thomas Angel. Thomas, what is your jersey number?